So, das erste Video hatte ein bisschen Zeit, sich zu setzen, und es hat besser geklappt, als ich erwartet hätte. Sicher, ein paar Abonnenten haben das Wort Sex im Thumbnail gesehen und gleich gesagt, nö, ich deabonniere den Typen jetzt, und es gibt von Warner Brothers einen Copyright Strike, wie bei jedem Video, das irgendwas von Warner Brothers benutzt. Aber alles in allem ist das Video recht gut angekommen. Ich habe fast 300 Aufrufe in der ersten Woche bekommen und die Kommentare sind, intimste... Redest du von Pornos? What? Ich nutze diese Gelegenheit nochmal, um zu erklären, was ich genau gemeint habe. Wenn ich von sexuellen Themen rede, meine ich nicht expliziten Sex, sondern ich meine... Fuck it. Machen wir das Ganze im Kontext von Gewalt, das ist, glaube ich, einfacher darzustellen. Wenn ich sage, dass Gewalt in Fiction eher geduldet wird als sexuelle Themen, dann meine ich damit nicht, dass jedes Werk voller exzessiver Gewalt ist, sondern ich meine damit, dass es akzeptiert wird, wenn Gewalt jugendfreundlich dargestellt wird oder wenn es offscreen stattfindet, auch wenn es sich bei der Zielgruppe um jüngere Leute handelt. Das heißt, egal ob meine These richtig ist oder nicht, Diskussionen, wie sie zum Joker-Film stattgefunden haben, sind vollkommen lächerlich. Making a lot of parents, I think, nervous about letting their kids go see this movie. Jesus Space Titty Christ. Der Film über den psychopathischen Massenmörder mit expliziter Gewalt im Trailer und einem R-Rating ist vielleicht nicht für Kinder geeignet. Warum ist so ein Thema eine Diskussion mit vier Deppen in einem Fernsehstudio wert? Aber um über etwas weniger Deprimierendes zu reden, sollte ich aufs eigentliche Thema zurückkommen. Oder besser gesagt, ein Beispiel, das besser erklärt, was ich gemeint habe. Namentlich Voltron. Für die von euch, die die Serie nie gesehen haben, einer der Charaktere, Shiro, ist homosexuell. Und da das Ganze beworben wird und auf Twitter breitgetreten wird, gehe ich davon aus, dass es in der Serie auch dargestellt wird. Das heißt nicht, dass ich erwartet habe, Shiro in Action zu sehen, aber was wir bekommen haben, war ein bisschen arm. Ich meine, einen einminütigen Flashback mit all dem Feuer und der Leidenschaft von zwei WG-Genossen, die sich einigermaßen gut leiden können, und 10 Sekunden im Abspann der letzten Folge mit "Übrigens, Shiro heiratet irgendeinen Typen, den keiner kennt, Glückwunsch", ist nicht wirklich, was ich erwartet habe. Was uns zum eigentlichen Thema des Videos bringt: Wie baut man sexuelle Themen in Fiction ein? Und dazu brauchen wir erst einmal unser Koordinatensystem. Und ich verrate euch ein klitzekleines Geheimnis: Koordinatensysteme sind eigentlich nur Skalas, die aufeinander liegen. In diesem Fall haben wir einmal die Skala von direkt zu indirekt, die anzeigt, wie stark das Story-Element mit dem Thema verbunden ist. Also in diesem Fall, desto direkter ein Thema ist, desto mehr hat es wirklich mit Sex an sich zu tun. Und desto indirekter es wird, desto mehr hat es mit den umgebenden Elementen von Sex zu tun. Den kulturellen Werten dahinter, Beziehungen, Repräsentationen und so weiter und so fort. Und unsere andere Skala geht von oberflächlich bis tiefgründig. Diese Skala zeigt uns, wie tief das Story-Element auf das Thema eingeht und außerdem auf wie viele andere Elemente dieses Element Einfluss hat. Das heißt, Elemente mit einem gewissen Tiefgang formen das Setting. Sie beeinflussen Charaktere, beeinflussen die Handlungen, beeinflussen die Umwelt und definieren zu einem gewissen Grad, wie das Thema im Setting wahrgenommen wird. Während oberflächliche Themen meistens eher optisch sind. Die momentan populärsten Beispiele dafür wären Fanservice und Token-Repräsentation. Und da kommen wir auch schon zu den Beispielen. Ein Beispiel für ein direktes und oberflächliches Element wäre Fanservice in Animes. Fanservice trägt meistens nichts zur Story bei, die Charaktere reagieren nicht wirklich realistisch darauf und es ist nur um zu zeigen, guck mal, wir dürfen Titten malen. Etwas genauso oberflächliches, aber weniger direktes, ist die Repräsentation bei J.K. Rowling, wo es in den Büchern allerbestenfalls Andeutungen gibt und die ganze, in großen Anführungsstrichen, Repräsentation findet dann im Anschluss auf Twitter statt. Etwas Indirektes, aber etwas Tiefgehenderes wären Beziehungen innerhalb des Settings. Auch wenn hier die Bildwahl verraten dürfte, dass ich im Nachhinein noch ein bisschen was dazu sagen muss. Und etwas genauso Tiefgehendes, aber deutlich Direkteres haben wir zum Beispiel in Sunstone, was in seinem Kern auch einfach eine Liebesgeschichte ist, allerdings eine lesbische BDSM-Liebesgeschichte. Und BDSM ist hier nicht nur eine ästhetische Wahl, sondern ist wirklich Teil des Settings, um es einmal so zu sagen. Wir werden zusammen mit den Charakteren Stück für Stück in diese Subkultur eingeführt und Teile der Subkultur, wie zum Beispiel das Safe Word, spielen eine große Rolle in der Entwicklung der Geschichte und der Charaktere. Man kann es gratis online lesen, Link in der Beschreibung. Und um den Kommentar vom Anfang des Videos aufzugreifen, müssen wir noch eine weitere Skala hinzufügen. Eine Skala, die uns anzeigt, wie explizit wir Elemente einfügen möchten. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, dass wie direkt ein Thema angesprochen wird und wie explizit es umgesetzt wird, miteinander verbunden ist. Aber das ist nur bedingt richtig.
Bei Sunstone ist es nämlich genau so. Was daran liegt, dass es bei der Hauptstory um eine Friends with Benefits Beziehung geht, die sich nach und nach in eine romantische Beziehung entwickelt und die sexuellen Themen spielen dabei eine große Rolle. Das heißt, diese Geschichte zu erzählen, ohne dabei den Sex zu erwähnen, ist nicht möglich. Das heißt, nur um einen Begriff zu erfinden, den ich später irgendwann nochmal benutzen werde. Bei Sunstone haben wir eine themenessentielle Story. Eine Story, die um ein gewisses Thema, in diesem Fall BDSM, aufgebaut ist. Und wenn dieses Thema entfernt wird, macht die Story keinen Sinn mehr. Das heißt, der Fokus von Sunstone liegt eindeutig auf den sexuellen Inhalten, weswegen es notwendigerweise recht explizit sein muss. Wenn wir allerdings die Beziehung aus Legend of Korra nehmen, sind die sexuellen Themen sehr untergeordnet. Einfach weil der Fokus der Story nicht auf der Beziehung oder den sexuellen Themen liegt, sondern auf dem ganzen Korra ist der Avatar-Zeug. Das heißt, bei Legend of Korra können die sexuellen Inhalte so explizit und nicht explizit dargestellt werden, wie man möchte, einfach weil es für die Handlung an und für sich vollkommen egal ist, wie intim die Charaktere miteinander werden. Was gut ist, denn es gab einige Probleme, was das Ganze angeht. Brian Konietzko hat zwar gesagt, dass Nickelodeon unterstützend war, was das ganze Kurasami-Ding angeht, aber er hat auch klar gesagt, dass es Limitierungen gab, wie weit sie damit gehen dürfen. Was ich persönlich verwirrend finde, weil sie kein Problem damit hatten, in der ersten Season darzustellen, wie Korra Marco die Zunge in den Hals steckt, aber Korra und Asami dürfen nur Händchen halten. Okay, Repräsentation und LGBT-Zeug sind alles Sachen, die wir später nochmal im Detail machen müssen. Gemecker ist vorbei, kommen wir zum Thema zurück. Wenn wir etwas wie Legend of Korra haben, wo Beziehungen nicht wirklich einen Einfluss auf die Kernstory haben, ist es aus Sicht der Handlung egal, ob wir nur sehen, wie Korra und Asami Händchen halten oder ob wir explizit sehen, wie sie und das alles ohne Gleitgel, einfach weil beides auf die Handlung selber denselben Einfluss hat, nämlich gar keinen. Darum werden in vielen Fällen sexuelle Handlungen eher impliziert oder angedeutet, als dass sie wirklich gezeigt werden. Wenn wir als Beispiel einmal die Teen Titans nehmen, weiß eigentlich so gut wie jeder, dass Robin und Starfire eine Beziehung haben. Und dadurch, dass man uns zeigt, dass sie sich eine Wohnung teilen, romantische Gesten austauschen, im selben Bett schlafen und letztendlich auch heiraten, wissen wir, dass ein sexueller Hintergrund besteht, auch wenn er nie gezeigt wird. Und wo wir gerade beim Implementieren und Verschleiern von Inhalten sind, reden wir über das, was wir irgendwann ansprechen mussten. Den Magical Realm. Für diejenigen von euch, die den Begriff in diesem Kontext nicht kennen, es gibt einen Comic, in dem ein Spielleiter seinen Urinfetisch frei einlaufen lässt in sein Worldbuilding. Ja, Magical Realm ist dank diesem Comic Shorthand für ich habe einen Fetisch und baue diesen Fetisch vollkommen schamlos in mein Game ein. Oder mein Setting, oder mein Buch, oder was auch immer ich gerade mache. Und nur um es einmal gesagt zu haben, Magical Realm ist etwas, was wir nicht wollen. Und ich habe das Gefühl, ich muss das erwähnen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass viele von den Leuten, die gesagt haben, ich gucke das Video nicht, deabonniert, beim Anblick des Thumbnails einen dicken, verschwitzten Mann im Kopf hatten, der von irgendwelchen dickbrüstigen, großschwänzigen Elfengöttern geredet hat, die auf die Welt wichsen, um Kontinente zu erschaffen. Und das ist nur zum Teil richtig. Denn ich bin der festen Überzeugung, sexuelle Inhalte sollten, solange wir nicht von Pornos reden, im Hintergrund stattfinden. Das heißt, wenn wir unser Koordinatensystem wieder zu Rate ziehen, sind zwei von den Bereichen streng genommen No-Go-Zones. Eins ist umstritten und nur tiefgehende und indirekte Inhalte sind es eigentlich wert, großartig behandelt zu werden. Und als kleine Zusatzregel sind nicht tiefgehende oder direktere Inhalte auch kein Problem, solange sie auf einem tiefgehenden indirekten Element basieren. Und weil das unheimlich trocken klingt, hier ein Beispiel. Wenn alle Elfensklaven in einem Setting eiserne Nippelringe haben, ist das für sich allein genommen einfach nur Fetisch Magical Realm Bullshit. Aber da in Märchen und Mythen Fae und Feenwesen häufig von kaltem Eisen abgehalten werden, kann man die Eisenringe als einen Weg nehmen, um elfische Magie oder elfische Kräfte zu blockieren. Und wenn man dann noch hinzufügt, dass durchstochene Brustwarzen aufgrund der Nähe zum Herzen als Symbol der Unterwerfung gelten, haben wir den Grund, warum elfische Sklaven eiserne Nippelringe haben. Und daraus resultiert auch, dass alle Völker, die sich ihre Brustwarzen durchstechen, egal aus welchen Gründen, von den Besitzern dieser Elfensklaven automatisch als Sklaven oder Diener angesehen werden. Und somit haben wir in ein paar einfachen Schritten aus einem ziemlich offensichtlichen Fetisch einen lebendigen Teil der Welt gemacht. Und das ist, worauf ich mit dieser Serie eigentlich hinaus möchte. Dass diese Möglichkeit, Kulturen und Welten zu formen, mit aufgegriffen wird und nicht einfach links liegen gelassen wird.
Aber bevor ich jetzt anfange, auf die Kanzel zu steigen und zu predigen, fassen wir das Video einmal kurz zusammen. Es ist möglich, sexuelle Inhalte in ein Setting oder eine Story einzubauen, ohne dass man sie dabei explizit darstellen muss. Allerdings sollte man dabei darauf achten, dass man sie logisch und organisch darstellt und nicht einfach halbherzig irgendwo reinschiebt. Dabei ist festzuhalten, dass eine Story explizit dargestellt werden muss, wenn sie sich auf die sexuellen Themen fokussiert. Liegt der Fokus auf etwas anderem, kann man beliebig explizit werden und man hat relativ viele Möglichkeiten, sexuelle Aktivitäten zu implizieren, ohne dass man sie wirklich zeigen muss. Möchte man aktives Worldbuilding mit sexuellen Inhalten betreiben, macht es Sinn, möglichst tiefgehende und indirekte Themen zu wählen, weil man so die Möglichkeit hat, tiefer in die Struktur der Welt einzudringen und man später andere Teile der Welt anfügen kann, die auf diesen Themen basieren. Allgemein macht es mehr Sinn, sich mit den sexuellen Themen auseinanderzusetzen und wirklich darüber nachzudenken, wie sie auf die Welt wirken würden, anstatt dass man sie einfach oberflächlich einfügt, um zu sagen, guck mal, ich habe Repräsentation oder alternativ, guck mal, wir dürfen Titten zeigen.